Willkommen zurück zu Dungeon Siege 2. Wir sind in der Asunitenwüste stehen geblieben. Irgendwo da? Ne, in der Felsenfeste waren wir sogar schon. Ja, guck mal, da oben haben wir die Schenke noch gar nicht erforscht. Sehr merkwürdig. Und da unten haben wir noch eine Quest. Okay. Ansonsten stehen wir hier. Ja, können wir wieder in die Ostfelsen des Asunai gehen. Da waren ja schon wieder die pestkranken Menschen gewesen in Felsenfeste oder vor Felsenfeste, je nachdem wie man es sehen will oder je nachdem wie es richtig ist. Gut. Da werden wieder die Viecher weggekloppt. Patsch! 1500 Schaden. Habe ich überhaupt genug Tränke bei? Ja, die habe ich geshoppt. Schon wieder vergessen. Hoppla. Hervorragende Lehrlingsstiefel. Die kriegt mein Viech dann gleich wieder zu futtern irgendwann. Eisenhorn, Stufe 17. Der ist auch schon blau. Ah, Skitter, Skipper. Nee, Skitter, schon richtig. So much Skitter. Alter Schwede. So much Damage machen die Dinger. Unfassbar. Oh, hier war noch irgendwo ein Monster gewesen. Da hinten hat sich Finn verkrochen. Das Eisenhorn. Gut, wo geht's denn hier bitte schön lang? Feste Windstein. Na, da gehen wir doch gleich direkt mal lang. Wir sind nämlich auch gleich wieder Level 22. Fehlt nicht mehr viel. Geht relativ fix. Aber das Mana geht auch genauso. Oh shit, ein Magier. Hoppla, den falschen angegriffen. Na, ist ja auch nicht so schlimm. Nein, mein Kleiner ist tot. Die Zauberer sind nervig. Aber die werden immer noch gefrost, wenn sie da drin sind. Patsch! 2200 Leben hat das Viech. Kleiner Frostscheiß, ja lächerlich, was ich als Belohnung bekomme. So, da oben geht's wohl lang. Dann würde ich sagen, gehen wir hier lang. Ja, hier ist so ein kleiner. Ja, so ein kleiner abtrünniger Weg. Ob das viel bringt, weiß ich jetzt nicht, aber Erfahrung ist ja schon mal da. Vielleicht gibt es ja auch eine Kiste. Wer weiß. Aber ich habe gerade ein Item mitgenommen. Na, eine Kiste. Oh, mit ganzen 16 Gold. Ganze 16 Gold waren da drin. Und ein Common Item. Aber egal, das kann mein Viech futtern. Das freut sich da mal gern drüber. Und sobald wieder. Obwohl, ich brauche eigentlich wieder Gold, wa? Ah, okay, 6000 Gold noch. Oh, es geht da, es geht da, es geht da, es geht da, es geht da. Mein Gott, und da ist noch eins. Oh mein Gott. Sind die strong, die Biester. Ah, schon wieder so viele Healpots verballert. Gott, steh mir bei. Nicht wegrennen. Und mich auch plötzlich angreifen. Wunderbar. Eine Truhe. Müssen wir wieder Geld rausholen. Die Tränke kosten schließlich. Und nicht so wenig. Das Gold muss ich mir hier irgendwo wiederholen. Na gut, Splitterseelen sind ganz einfach. Feste Windstein. Wir sind angekommen. In der Feste. Und hier sind überall Gegner. Ein Splittergespenst. Interessant. Nicht weg. Laufen. Na, gehen wir erstmal zu dem grün-blauen. Oh, kommen wir da hoch? Oh, lol. Gönnt euch. Gut, da kommen wir also nicht lang. Müssen wir also durchlaufen. Ärgerlich, aber was soll man tun?
Komm mal mit. Hass Anwender von Tränken. Ja, das ist mir aber herzlich egal. Ich hasse aber diese Magier. Windstein-Soldaten sind okay. Wo sind diese Magier? Die gehen mir noch ein bisschen auf die Nerven. Einzigartiger Lederhelm. Ah ja, Lederhelm. Ist klar. Soldaten, Soldaten. Da ist der Magier. Nein, das ist der Magier. Wir kommen schon rechts und links sehen überall Monster in der Feste. Hier hat es keiner überlebt. Obwohl 1, 2, 3 Leute sehe ich da, die sich überlebt haben. Na komm, mach mit. Ich habe schon wieder Intelligenz verbessert, so Wahnsinn, ne? Und da ist mein Level Up. Wuhu! 22 Fähigkeit, Stärke und Geschick verbessert. Dann upgraden wir doch gleich mal wieder den kritischen Schlag. Ich glaube 50% oder so, jeder zweite Hit ist dann ein Crit. Oh, hier. Oh, ich wollte schon sagen. Ah, aber das ist eine kleine Story. Die Dunkelmagier und Waldes. Oh ja, da ist Waldes. Huch. Eine Flasche umgefallen. Bringt das arsenitische Artefakt zur Feste Windstein. Sucht den Oberkommandierenden. Okay. Also ist das Tor verschlossen. Oder irgendein Weg verschüttet worden. Und da kommen wir jetzt nicht lang. Danke, Dunkelmagier, du Sau, du. Ah, und jetzt müssen wir den Oberkommandanten suchen. Mal schauen, wo der sich verstecken wird. Da ich da eh alles abchecken werde, ist mir das relativ egal, wo der sich versteckt. Im Endeffekt finde ich ihn eh. Ja, mein Vieh braucht auf jeden Fall das nächste Level. Also die nächste Entwicklungsstufe, denn es hat so krasse Mana-Probleme. Ich glaube, das hat eine Brillanz-Aura dann später. So, na, gehen wir mal bis dahinter. Mana-Pots kannst du haben. Ganz allein für dich reserviert. Die brauche ich nicht. Speichern wir mal wieder. Eine Kriegssäule. Brauchen wir aber gerade nicht so wirklich. Einfach mal mein Dings benutzen, meinen kritischen Schlag, der lädt sich ja eh schnell wieder auf. Eine Kriegssäule wäre da auch noch zur Not. Die machen ziemlich viel Schaden, muss ich sagen. Oh, da sind ja noch welche. Mein Gott. Da waren doch ein bisschen mehr da bei mir, als ich dachte. Im Damage machen. Aber die sind halt auch schon Level 19. Haben bestimmt noch einen ziemlich guten Bogen. Kann man zwar nicht nachsehen, aber haben sie bestimmt. So. Eins auf Tapferkeit überwinden und zerschlagen. Gibt natürlich jetzt auch noch Skills dazu, aber brauche ich jetzt nicht. Die sind nutzlos für mich gerade. So, und hier. 10% Resistenz gegen Feuer und 4% Gesundheitsregeneration. Ist leider nicht mal ansatzweise so gut wie mein aktuelles. So, dann futter dich mal hoch. Come on, Bitches. Nicht mehr viel. Dann haben wir's. Dann ist er wieder eine Stufe weiter. Gut, hier war also nichts. Waren hier nicht die Magier? Nee, die waren auf der anderen Seite gewesen, die Magier. Da ist noch eine Kiste, die hole ich mir gleich mal.
Ja, da komme ich nur außenrum lang. Puh, Mana-Tränke sieht echt beschissen knapp aus. Da habe ich nicht mehr viel zu bieten. Oh nö, keine Bogenschützen hier. Patsch, da ja, komm her. Wo ist der Magier? Oh lol, da ist der Zauberer. Dann ist noch einer. Erzittern. Noch ein Magier? Nee, ich glaube, das war der gerade gewesen nur. Puh, ein ziemlich zäh, die Biester. So, da haben wir zwei Türen. Wir haben so viele Türen. Dann gehen wir erstmal hier lang. Oh, hallo Soldat Banos. You are not a beast. Thank the gods. I was searching for survivors when suddenly the others in my party started to transform into slavering beasts. I managed to run into the side room and slam the door. The sound of their bickering over the remains of the fallen soldiers was driving me mad. Can you escort me back to the captain? Na gut, nehmen wir dich mal mit. Thank you. You should know that there are others missing as well. The patrol split into three groups. Private Nolan and his partner were going to investigate the storage and barracks area. Private Caden was going to search in the western part of the gate complex. Ja, ist kein Problem. So, den haben wir zum Glück nicht als normale Einheit. Oder? Fightet der für uns mit? I don't know. Da ist eine Leiche. Eine Leiche. Na gut. Weiß gar nicht, fightet der überhaupt mit? Nö, der chillt da einfach nur rum. Ist okay. Solange du keinen Loot willst, musst du auch nicht mitmachen. So, was haben wir denn hier Schickes? Noch mehr Soldaten. Tote Soldaten natürlich. Eine Truhe. Mimik. Ja, gönnt euch. Komm. Ich habe keinen Mana-Pot mehr. Not enough Mana, aber er hat noch 3000 Leben, ist okay. Run, 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 run. Puh, das ist kein Problem, ein Kleiner macht das schon. Wir brauchen nur noch ein paar Mana-Pots. Dann passt es schon. Ja, kommt natürlich wieder so eine Kack-Mimik-Truhe. Das ist natürlich heftig. Kosten die auch so viel? 75, Wahnsinn. So teuer. Aber mein Kleiner braucht die halt. Die kosten... Er braucht fast immer zwei komplette Mana-Tränke, um seinen... um seinen kompletten Mana-Pool zu heilen. So, ich denke mal, das reicht. Da haben wir uns noch ein paar Heal-Pots. Sonst sieht das ja so wenig aus. So, 15 kosten die. Haben wir die bei hier rein. Könnte man nicht theoretisch die ganzen kleinen Heiltränke benutzen? Die sind irgendwie besser? Naja, egal. Wie machen wir das? Oh lol. Toll, dass das Vieh immun ist gegen meinen.
Bleib mal ruhig liegen, mein Hauptheld. Zweiter und 700 Leben nur noch, ist ja nicht mehr viel. Wow, really? Seriously, Alter, verpiss dich, Mann. Ohne Witz. Ist mein Viech draufgegangen wegen dir. Ah, Herrgott nochmal. 80 Rüstung, 48 Rüstung, 15 Gesundheit, Resistenz gegen Fernkampfangriffe. Hm. 15 Gesundheit. Hm. 8% Resistenz gegen Fernkampfangriffe. Nahkampfangriffe auszuweichen. Kann ja nur gut sein. Ich werde das trotzdem noch nicht weghauen. Was aber der da schick ist, ein Verjüngungstrank. Der hat auch noch was Schickes gehabt. Erzittern, das hat er vorhin schon gefunden gehabt. Kleine Plasmakugeln. Verschießt mehrere Plasmakugeln, die wie Bälle über den Boden springen und beim Aufprall detonieren. Tada! Jetzt hat er einen großen Eisschlag, keinen kleinen Eisschlag mehr. Und ich frage mich, wann der Zauber und die Aura bekommt. Oh, 39 Mana, 5% Resistenz gegen Eis. So viel Zeug dazu bekommen. Wahnsinn. Und wenn wir jetzt auch weiter füttern. Das hat den hier Hauptnahrung Fernkämpferrüstung. Na gut, dann machen wir ganz kurze Pause und sehen uns dann gleich wieder hier bei Dungeon Siege 2. Bis dann!